So zeichnest du Haare in drei Schritten. Schritt Nummer 1, du zeichnest eine einzelne Strähne. Schritt Nummer 2, vom Anfang und Ende bringst du nun Strähnen nach innen auf. Hierbei achtest du darauf, dass du an den Enden immer dunkler wirst. Dadurch gibst du der Strähne mehr Tiefe. Im nächsten Schritt verwendest du einen Pinsel oder ein Ohrenstäbchen und verwischst das Ganze. Hier auch wieder einfach von außen zur Mitte hin. Aber hier musst du nicht so viel aufpassen. Du kannst auch relativ wild rauf und runter wischen. Im nächsten Schritt nimmst du so einen Radiergummistift und zeichnest nun helle Linien ein. Diese hellen Linien sind in erster Linie in der Mitte und laufen jetzt nach außen hin weicher. Nun kannst du natürlich noch ein paar Details draufsetzen, ein paar einzelne Haare nach außen fliegen lassen, was auch immer du willst, und ein paar dunklere Details einbringen. Wenn du mehrere dieser Strähnen aneinander setzt, wird es eine ganze Frisur.